Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ori and the Blind Forest. Wir haben die Wasserader bekommen und sollen uns Richtung Ginsu-Baum begeben. Da oben links ist noch was. Das könnten wir gleich mal holen, wenn wir da rankommen. Ah, hier können wir auf jeden Fall nochmal abspeichern, zur Sicherheit halber. Jawohl. Da oben habe ich was gesehen. War das hier? Ja. Aber wie kommen wir da rüber? Ah, halt. Hahaha. 200. Wieder ein Fertigkeitenpunkt. 81%. Und da oben ist immer noch was. Da kommen wir vielleicht auch hin. Ja, da gucken wir mal hier weiter. Ach, hier oben war das. Ja, halt. Na, sage mal, das geht ja. Oh, das war falscher Fehler. Da wollte ich. Okay. Da komme ich so rüber. Hier ist irgendwas. Der hat uns freigeschossen. Ah. Ich liebe diesen Sprint. Das geht, naja, ich weiß nicht, ob es doch schneller geht mit dem. Und hier ist wieder Schluss. Hier ist für uns wieder Schluss. Schade. Das haben wir ja schon mal probiert, den zu sprengen. Das ging ja nicht. Dann ist da oben, da kann man auch, glaube ich, nicht ran. Doppelsprung von da drüben. Ne, wir müssten jetzt hier hochkommen. Aber ich wüsste nicht wie. Ah, nee, schaffen wir nicht. Sind aufgefüllt, aber können wir da auch, ja, wir können da auch unsere Fertigkeiten nachschauen. Streuflamme erhöht Stärke und Radius. Die meisten Einsamen werden automatisch absorbiert. Na, dann lassen wir die mal automatisch absorbieren. Oh, cool, siehst du? Die sind jetzt automatisch zu mir hingesprungen. Verliere ich keine mehr. Sehr gut. Und ja, da sieht es super aus. Aber da unten, wieso sind wir da unten nicht weitergegangen? Wieso sind wir da unten nicht weitergegangen? Der Sache muss ich auf den Grund gehen. Was? Warum sind wir da nicht weitergegangen? Hier geht's. Nee, da geht's noch nicht lang. Ach, wir sind ja jetzt auch wieder relativ. Am Anfang, genau, da hat man ja die ganzen Fähigkeiten noch nicht. Hier kann man abspeichern. Sind wir hier an der richtigen. Ja, hier sind wir an der richtigen Stelle, aber. Hä? Lass mich nochmal gucken. Doch, da geht's unten noch lang. Aha, Freundchen.
Ah. Mist. Ist auch nicht so. Nee, so war es nicht geplant. So war es nicht geplant. Ah, fast. Ah, ich muss natürlich. Ah, ich hab. Ja! Ja, jetzt geht er natürlich nicht runter. Shit. Ja. Ja, natürlich, den habe ich nicht. Ah. Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Krieg ich den nicht auch so tot? Nee. Ja, das war gut. Ach so, kein sicherer Bereich. Ist das jetzt ein sicherer Bereich? Ja. Ich habe mich voll auf diese Kugel da oben. Ich habe die Kugel schon gesehen. Und den Stein natürlich nicht. Da oben hängt der Stein. Ja. Aber ich glaube, wir brauchen den Stein. Ja. Wieder eine Energiezelle. Das läuft ja hier super. Wie haben wir denn da... Halt, das war falsch. Wie haben wir denn da schon? Energiezellen. 6 Stück von 15. Heiland. Okay, wo sind wir? Wir sind hier. Oh, da ist ein... Ja, haben wir gesehen, haben wir gesehen. Hier kommen wir nicht runter. Aber da unten ist was. Vielleicht kommen wir hier doch runter. Ach so, nee, wir können ja noch nicht schwimmen. Also wir können... Das Wasser ist noch... Jawoll. Wie sieht es hier weiter aus? Da unten. Hä, wie kommen wir denn da? Kommen wir hier runter, oder? Nee, da ist Wasser. Na, nicht? Welches Energietor haben wir denn jetzt entdeckt? Zeig mir mal die Karte. Ach, da. Aber da kann man nicht hin. Da ist Wasser. Schade. Da kann man einfach so runter. Oh, da oben. Ach, wir sind jetzt hier am Anfang. Ja, cool. Boah, ist das fetzig. Wir sind hier am Anfang. Wie kommt man denn da hoch? Und da drüben irgendwie? Hey, wie kommt man denn da hoch? Wie kommt man denn da hoch? Nee. Naja. Können wir uns vielleicht irgendwo hinbeamen? Da unten links ist was. Ich glaube, das probieren wir mal. Wir probieren uns mal. Ah, nochmal die Kurve gekriegt. Probieren uns mal da unten.
Da ist, da waren wir aber schon, ne? Ja. Hier hinten, ja genau. Und jetzt können wir uns teleportieren in den Dornensumpf. Sehr gut. Mach's mal kurz ein Piep. Und wir sind jetzt... Ah, wir sind hier oben. Unten, kann man da jetzt unten hin? Wir gucken uns mal kurz den Stein da unten an. Ach, Mensch, Mist. Gucken wir uns den wirklich an? Nee, den gucken wir uns jetzt nicht an. Ach doch, wir müssen ja hier wieder zurück. Wir müssen ja hier wieder zurück. Halt. Ja, klar, logisch. Wir müssen ja hier wieder zurück. Da können wir uns auch den Stein anschauen. Ja? Genau, und da oben rechts hängt ja was. Vielleicht kommen wir da jetzt ran. Wir haben ja jetzt den Doppelsprung und wir haben den Speed. Luftsprung. Hat der uns getroffen? Und der auch. Klasse. Das haben wir ja schon reingepackt. Mann, was ist denn nur los? Ja, erwischt. Da geht's noch weiter. Ah, da kommen wir da drüben. Aber hilft uns das irgendwie? Wir können da drüben ranspringen. Puh. Speichern. Ah, doch, ja. Okay. Ja, das ist ganz gut. Jetzt kann man da rüber. Ah, du musst natürlich auch richtig springen, Junge. Ah, Flasche. Na ja, gut, dann helfen wir uns. Ja, Fähigkeiten. Und kann man jetzt da... Ja, da kann man auch da hinten lang gehen. Ja, das probieren wir mal. Gucken wir mal, ob wir den Ginso-Baum finden. Shit. Mann, da haben wir aber einen Scheißweg genommen hier. Jeder, der uns treffen kann, trifft uns. Mal auch hier lang, ja. Der steht aber da wirklich super. Na gut. Geht man da vielleicht rein. Ich glaube, wir müssen da hoch. Jetzt da hinten. Ach nee. Da hoch geht's ja auch noch. Da waren wir ja noch gar nicht. Mist. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nee. Aber da geht's bestimmt. Hallo, Freunde. Lass mich da hoch. Komm jetzt. Nee.
Wo ist die höchste Spitze? Vielleicht wechseln dann da drüben? Ne. Aber da oben ist noch irgendwas. Da ist noch irgendwas. Na, was ist? Nimm doch. Ja, hier kommen wir ja auch nicht weiter. Ach so. Mist. Okay. Geschafft. Nicht geschafft. Gut, gut, gut. Dann wollen wir die Wasserader mal einfügen. Und wir betreten den Ginsu-Bau. Das Wasser von Nibel floss einst durch eben diesen Baum. Jetzt ist er verdorrt und von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wiederherstellen und das Herz des Ginsu-Baums finden. Ja, das müssen wir. Wir können auch wieder raus. Halt, ich wollte gar nicht raus. Okay, Transporter. Hallo, wie soll ich denn da? Wie soll ich denn da? Ah, von der anderen Seite. Gehen erstmal. Wie das? Nee, wie soll ich denn da? Okay. So geht's natürlich. Das kann ich? Nee. Ein Glück. Hallo, was ist da drüben? Na, also. Da ist doch Aha. Ah, hier ist ein kleiner tückischer Vorsprung, ein bisschen beleuchtet. Und wir haben abgespeichert. Puh, puh, puh. Zack. Schön. Oh, na, 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 na. Wie sieht's denn hier? Okay, sieht super aus. Aus. Shit. Nochmal gerettet. Ja, klar. Ja, jetzt bleib da. Bleib da. Bleib da. Ich glaube, hier war ein guter Punkt zum Speichern. Okay. Okay. Ich glaube, hier könnte wieder ein guter Punkt zum Speichern sein. Da unten war ja so ein Kristall.
Wo ist er? Ach, da. Ja, ich wollte aber zu dem Kristall. Wo sind wir? Oh, shit. Ja, stirb doch einfach. Da unten war so ein Kristall. Okay, da kann man bestimmt da drüben hin. Ja. Den habe ich gesucht. Wieso kann ich jetzt hier runter? Ist das irgendein... Aha, okay, da sparen wir uns, glaube ich, ein bisschen Weg. Sind wir wieder hier? Ja. Natürlich. Sterben da natürlich nicht. Jetzt geht's hier weiter, jawohl. Sind die verrückt. Zimmer. Ach, hier unten. Was ist hier noch hier reingehen? Okay, komm hier raus. Ja. Hi. Jawoll, ja. Wie geht's weiter? Du kommst jetzt da oben wieder raus. Ach, da ist einer. Ja, das ist ja... Nee, warte mal. Ja, doch, wir schieben den erstmal hier runter. Schieben den hier rein. Den müssen wir wieder darüber schieben. Ach, das ist ja spannend. So. Jawohl, ja. Jetzt kann man wahrscheinlich da oben. Ja. Ein guter Platz zum Speichern, sagte er und starb. Natürlich nicht. Halt. Spiel gespeichert. Was kommt jetzt? Muss ich die abschießen oder was? Ein wenig ruhiger. Ja, da, kaum hat er was gesagt, stirbt er natürlich oder verliert seine Energie. Komm. Ein Zufall. Hallo. Kommen rein zufällig und wir haben wieder eine Etappe geschafft. Wo sind wir denn? Ich sehe mich nicht. Ach ja. Okay, da fahren wir jetzt von oben nach unten. Aber wir lassen es erstmal ein bisschen fallen. So, jui. Ja, es war klar. Was sind wir denn jetzt? Ach, hier unten. Aha.
Wir speichern mal da unten ab. Oh, was ist denn los, Junge? Wir speichern hier mal. Ah, so eine. Ah, das war, glaube ich, ein Fehler. Mist. Jetzt haben wir nämlich abgespeichert mit nur noch einer Lebenszelle. Ich glaube, das war... Ah, da oben kriegt man schon wieder eine neue dazu. Okay. Zwei Lebenszellen, das war auch nicht so der wahre Hit. Okay, drei. Austricksen wollte er uns. Da liegt wieder da oben. Sehr schön. Wir haben vier Tore, vier Schlüssel für das Tor. Komm rein! Hey, geh uff. Das war aber interessant. Aha. Tief aus dem Inneren dieses Stammbaums höre ich Schreie des Entsetzens. Reem war agil. Er sprintete durch die Luft. Höre auf seine Stimme, denn er verbreitete die Weisheit. Ja, dann wollen wir mal auf seine Stimme hören. Reem, was hast du uns zu sagen? Du hast das Stoßen erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du Y bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten und dann in die Richtung zielen, in die du losstürmen möchtest. Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung umgelenkt. Das klingt ja schon mal interessant. Y, okay, da kann ich hier... Aber ich kann nicht ewig gedrückt halten. Irgendwann schießt der von selber los. Aha. Sag mal. Also weniger wird es definitiv nicht. Ja, ja, jetzt habe ich gedrückt gehalten. Jetzt hauen wir den mal. Ah, schade. Ja, das war gut. Ja, krass, das war weniger gut. Ach, komm, das kann doch nicht sein. Ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal gestorben bin. Ach so, der hat hier unten automatisch gespeichert. Na klasse. Freut mich. Na, dann machen wir mal den klassischen Weg, ne? Der springt jetzt hier runter. Jawoll. Kann ich das auch kaputt machen? Ne, scheinbar nicht. Da oben, oder? Ah, da war wohl nix. Jawohl, und jetzt muss ich selbst da. Ja. Ne. Eieieiei. Wir kommen da oben raus, ja.
Habe ich mich selbst? Oh, Schande. Cool. Number one. Noch weniger als nix. Das sieht ganz gut aus. Ja, das sieht. Das sah sehr schön aus. Wieso? Immer springt er genau in den Schuss. Was ist denn hier? Da oben. Ja. Aha. Da kommt ein Freund an. Aha. Nee, nicht. Immer noch nicht. Jawoll. Super klasse. Sagen wir hier. Boah, eine Energiezelle. Noch mehr Energie. Mhm. Hier ist ein guter Platz zum Speichern. Da nicht ran, nee. Okay. Mist. Oh. Nein. Wie viel Leben noch? 3 Lebenszahlen. Wir können das Tor öffnen. Ist das nicht schön? Und da kriegt man wieder ein bisschen Leben. Das ist noch viel schöner. Und wir können abspeichern. Spiel gespeichert. Haben wir ihm? Ja, wir haben hier was abgezogen. Halt. Wieder was ab. Nein! Ach, gut. Oh Mann. Aber das war's schon? Oh, cool. Das ist ja mega. Ja, was haben wir denn hier? Das gefällt mir aber gut. Und wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Da können wir gleich nochmal reinschauen. Das waren 2. Auch 2. Überall 2. Also brauchen wir uns gar nicht damit beschäftigen. Und wir machen hier mal Abgang. Das Herz des Ginsu-Baums bewahrte das Element des Wassers einst sicher auf. Doch nun ist es verdorben, gänzlich verfault und verwest. Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen.
indem ihr den Verfall rückgängig machen. Und zwar auf beiden Seiten. Voll der Verfall. Und das ist wieder ein guter Platz und ein guter Moment, um die Folge zu beschließen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie wir den Ori durch die Gegend gescheucht haben. Und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank und tschüss.